Herzlich willkommen zurück bei Raft. Ja, wir waren ja, glaube ich, gerade am Rumsegeln, oder? Lass mich da auch. Ja, wir waren am Segeln. Und wisst ihr, was das Gemeinste ist? Es gibt jetzt. Aua. Okay. So wollte ich es eigentlich nicht vorführen. Es gibt jetzt Fallschaden. Ich bin genau ins Loch reingesprungen. Oh Mann, da noch. Also ich sollte nicht mehr ganz so hoch springen. Öl. Rein da. Öl. Trinken. Rein da. Und was ist noch neu? Neu ist auch das hier. Man kann mit Komma in die Third Person wechseln. Und ich finde, es schaut recht ulkig aus. Okay. Sieht die Taucherflossen gar nicht. Sieht man die dann im Wasser? Mal schauen. Okay. Da geht er hoch. Die werden wir wahrscheinlich abbauen. Mal schauen. So bewege ich mich eigentlich kaum. Geht der Wind so anders? Oh, in die Richtung geht der Wind, na gut. Tschüss, Insel. Wie schaut es mit Zielen aus? Moment, muss ich jetzt ausprobieren. Habe ich keine Pfeile mit? Ich habe keine Pfeile mit, okay. Okay. Ja, also zum Spielen selber würde ich dabei bleiben. Her. Fertig. Nicht fertig. Okay. Bäh. Oh, wir kommen da sogar näher. Cool. Wohl da irgendwo. So, was gibt's noch? Es gibt neue Modis. Die zeige ich euch dann am Ende von der Folge. Und dann lasst mich kurz nochmal rüber scrollen. Ach so, es gibt noch was Neues. Aber die Frage ist, können wir wahrscheinlich gar nicht. Habe ich einen Hammer irgendwo in der Nähe? Bräuchte mal meinen Hammer. Natürlich in der letzten Kiste, in der ich nachschaue. Es soll. Das ist ja eh das, was wir machen. Upgrade Foundation Armor. Soll das heißen, diese Dinger kann er jetzt nicht mehr angreifen oder nicht mehr schießen? Auch mal kurz Holz. Da ist alles okay. Alle okay.
Alles okay. Da war eindeutig der Puls auch am Knabbern. Da war er sogar schon mehrfach am Knabbern. Gut, dann haben wir zumindest die äußerste Reihe mal komplett repariert. Oh, gib her, gib her. Sehr gut. Und da ist nichts, was ich reparieren müsste. Genau. Okay. Steine haben wir. Machen wir das mal so. Plastik kommt dann daher. Aber ich habe zu viel Zeug. Ja gut, hier oben brauchen wir keine verstärkten Teile. Hier oben kommt der Bruce dann doch nicht hin. Uns fehlen immer noch Kochrezepte, ich weiß. Regen. Sehen wir jetzt auch nicht, ob eine Insel kommt. Kommen wir über die Wolken? Nein. Aber es schaut nett aus. Spiel, das ist gemein. So einem Tag könnte man sich hierher setzen. Gemütlich mit seinen Tieren plaudern. Oh, meine Pflanzen sind fertig. Okay. Okay, ja, die Third Person hat noch leichte Nachteile. Dafür müsste man dann höher bauen. Aber gut, wenigstens weiß man es. So, Samen hätten wir hier. Wir hätten hier welche. Hier, hier, hier. Die Blümchen kommen da raus. Und zwar hier rein. Nein, da ist die Farbe. Da sind die Blümchen. Gemüse gehört nach oben. Machen wir so. Braucht man eher. Ich meine, die braucht man alle zum Kochen, gell? Da haben wir nichts mehr, was wir nicht könnten. Kommt auch wieder. Ja, ihr habt ja gesagt, mach wieder mal Raft. Ich mache immer Raft, wenn ich weiß, es gab ein Update. Weil mir Raft ja selbst auch Spaß macht.
Aber das Problem ist, ich kann es nicht ewig durchzocken, weil sonst wird es euch zu langweilig und mir auch irgendwann. Na gut, hier haben wir jetzt gerade Mistwetter. Das heißt, wir machen Welt speichern. Gehen kurz einmal ins Hauptmenü. Da haben wir nämlich die neuen Dinge. Es gibt jetzt, wenn ich eine neue Welt erstelle, die Möglichkeit zu sagen, Kreativmodus, steht dir da unbegrenzte Vorräte und Gesundheit, sodass du dich weniger auf das Überleben und mehr auf das Bauen konzentrieren kannst. Oder friedlich, das. Ah, nee. Und der Gegner keine Gefahr darstellen. Einfach normal hart. Im Solo macht das aber, glaube ich, gar keinen Unterschied, oder? Also bei Hard brauchst du einen Freund zum Wiederbeleben. Soll das heißen, du kannst sonst. Moment, das testen wir mal. Hard. Erschaffen. Das würde ja heißen, wenn tot wirklich tot. Also dann gibt es nichts mehr, oder? So würde ich das zumindest jetzt verstehen. Wo ist das lang her? Meins? Meins? Mal. Kann man gleich üben in der Third Person. Auf jeden Fall ulkig aus irgendwie. Wupp. Aber schön gemacht mit den Bewegungen. Glaube, so treffe ich niemals was. Meiner! Meiner? Nein, okay. So, und wer jetzt wissen wollte, was das heißt, komm hier mal, Bruce. Aua. Komm her, du Bruce. Bist du? Da, komm her, Bruce. Er schwimmt doch schön, aber. Bewegungsunfähig. Ja, stimmt. Warten auf Rettung. Das heißt, der Modus Hard ist quasi wirklich ein Leben. Und Solo hat man dann nicht mehr. Ja, darfst du. Ich wollte es ja nur mal testen. So, also das sind die größten Änderungen. Was gab es noch? Ja, im Kreativmodus kann man wohl jetzt auch. Test kreativ. Schauen wir uns mal an, vielleicht finden wir es raus. So, und das Essen soll jetzt fairer sein. Was genau das heißt, weiß ich noch nicht. So. Okay, jetzt bin ich im Kreativmodus. Und könnte mir hier mal, keine Ahnung, gut zusammenbauen. Nehme an, man kann dann einfach kann ich einfach sagen, das hätte ich gerne. Ah ja. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und sagen, Nummer 4. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Gehen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ja, da haben wir es ein bisschen zu breit gemacht. Egal. Drehen. So. Dann hier nochmal drehen. So. Dann könnten wir jetzt noch alles herstellen, damit es passt. Danach könnten wir wieder sagen, machen wir einfach eine. Ah, okay.
Das heißt, das könnte man benutzen, wenn man jetzt echt nur rumprobieren will. Na gut. Okay, was kann man noch machen? Ah, da findet man alle anderen Dinge, oder wie? Aber nicht zum Beispiel Rezepte. Finde ich irgendwie raus, wie man... Nein, oder? Ich schau gerade. Aha, die Kreaturen sind alle passiv. Das heißt, wenn wir da einen Bruce sehen, dann tut uns der gar nichts. Hi Bruce, bleib da! Ja, man merkt den Unterschied. Mag uns nicht. Ich bin kein Essen für ihn. Ich fühle mich gemobbt. Bruce mag mich nicht essen. Oder so. Was mir aber auch auffällt, es gibt natürlich überhaupt keinen Loot. Den braucht man ja nicht. Ansonsten von den Sachen hier kennen wir eigentlich alles. Ja, es ist nur das hier, wo du eben auch die Sachen herstellen kannst, die du eigentlich nur looten kannst, die Samen etc. Die Rezepte fehlen mir da drinnen. Aber sonst kann man wohl alles machen. Ja. Keine Ahnung, ich könnte auch eine schwimmende Burg draus bauen. Aber um ehrlich zu sein, in dem Spiel wäre der Kreativmodus, glaube ich, nichts für mich. Es macht viel zu sehr Spaß, das Spiel zu spielen. Könnte man das Boot halt dann vergrößern? Gibt es hier Inseln? Scheinbar nicht. Kreativ ist echt. Hey, mit Punkt mache ich das. Was ist, wenn ich das hier tue? Nix. Schaut komisch aus, okay. Bin ich mal gespannt, mit der weibliche Char dann. Könnte interessant sein. So, das also im Prinzip den Änderungen in dem Spiel. Ja, du darfst speichern, aber das werde ich nie wieder brauchen, glaube ich. Nicht meines. Also, man kann jetzt die Third Person, man hat unterschiedliche Modis, wenn man hier starten möchte, vom Hardcore bis hin zu, ich möchte nur ein bisschen bauen. Eine etwas entspanntere Version von Raft, in der Gegner keine Gefahr darstellen. Das heißt, die werden nicht mehr passiv sein, aber sie beißen dich zumindest nicht schnell tot oder so. Ja. Also, das war Raft für dieses Mal und wenn es wieder ein Update gibt, dann schauen wir sicher wieder rein. Keine Sorge, versprochen, ich mag das Spiel. Bis dann, ich sage tschüss und baba.